Was machst du? Ey! Was willst du? Was? Lass mich raus! Hä? Eine Fledermaus? Was? Was? Soll das meine Ernährung für die Jahre sein? Lass mich raus! Erheblich wenig Tödliches dabei. Ja, ich habe auch mit mir gerechnet. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Weißt du, da überlegen wir uns echt so eine awesome Idee in der Schule und dann das. Naja, awesome ist relativ. Ich hab dich mit Safari jetzt so gespammt. Ja, es kam aber lustig rüber. Also, du weißt, wie ich das meine. Ernsthaft. Ja, da hatte ich echt ein bisschen Glück gehabt. Auf jeden Fall. Hätte mir doch lieber vorher noch den Lava-Eimer besorgen sollen, aber ich wusste nicht genau, ob deine Items dann kaputt gehen oder nicht. Ja, das war. Mal gelassen. Ja, das ist so eine Sache. Weißt du wieso? Wieso? Meine Items waren alle in Sicherheit. Ich hatte nur die Rüstung an. Achso, okay. Ja, gut. Dann hätte ich doch besser mit den Lava-Eimer mitgenommen. Ja, ich auf jeden Fall mache ich jetzt ganz schnell die Musik an. So, was haben wir denn heute vor, lieber Sebastian? Ich wollte mich um Botania kümmern. Ist schon fast oben alles ausgekleidet. Nach der grauenvollen Aktion meine Decke. Scheiß Frameweight. Gut, und ich habe gehört, du brauchst dafür noch ein paar wundervolle Grasblöcke. Exakt. Ja, wir haben das jetzt hier nochmal. Was? Ah, haben wir geleckt. Ja, da kommt ja schon einer angescheißert. Ich habe jetzt hier auf den Elektrumhammer, habe ich circa schon mal drauf geknüppelt. Okay. Gott, diese Mini-Zombies. Die sind echt schlimm. Reichen 5 Stück? Ja, ja. Gut. Ich habe keinen Bock, mich auch noch mit einem halben Zombie mehr anzulegen. Das baue ich mir ein paar mehr ab. Dann gib mir mal eben den Hammer, wenn du den gerade nicht brauchst. Dann Hammer? Oder wo auch immer du das Silk-Touch drauf geknüppelt hast. Ich habe platziert dich mal sowas fischen, ne? Ja. Ganz ehrlich, man kann es eigentlich schon so weit auskleiden. Oh, ja, das sollte nicht reichen. Geht ja doch eigentlich schnell. Ja. Ich habe hier noch 47 Erde, die klatsche ich dir nochmal hier hin. So, während du da ein bisschen rumspielst, mache ich mal ein bisschen was Produktives. Halt's Maul. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nochmal das Obsidian eben gefarmt. Können wir mal bestimmt gut brauchen. Jetzt haben wir 50 Stück. So, was machen wir denn heute? Ich hatte was überlegt. Und zwar, wir haben jetzt hier unten ja so ein, zwei EP-Berries. Zu denen können wir eigentlich auch noch später kommen. Und damit wir das automatisieren können, wollte ich den hier jetzt erstmal umsetzen. Den können wir eigentlich hier perfekt hinsetzen. Mach mal 4 Chunks. Und dann wollte ich eine kleine Anlage bauen, dass die automatisch abgefarmt werden und sofort eingespeichert werden. Und wo die eingespeichert werden? In den sogenannten Experience Obelisk von Ender.io. Der Experience Obelisk wird gemacht aus dreimal Solarium, ein Machine Chases und eine Experience Rod, und das ist nichts anderes als Solarium und ein Energetic Alloy. Ich würde sagen, wir machen mal Solarium. Aus dem Solarium-Block auf jeden Fall. Ach ja, es war ja nur ganz billig Gold mit Soul Sand. Guten Abend. Ja, und willkommen in der Aufnahme. Hallo Aufnahme. Hallo YouTube. Hallo. Ich repräsentiere gerade ganz YouTube. Ich habe das Recht dazu. Was? Ich ist auf ganz fucking YouTube. Oh ja, jeder. Jeder sieht dich. Jeder. Von der Zuschauer. Davon aber jeder, vor allem sieht, mich hört. Und in gerade Minecraft auf. Ja. Ja. Okay, zumindest für Zuschauer, ich mach erstmal kurz Werbung, geht auf Rockets TV. Die sind cool. Irgendwas sagt mir demnächst, sollten wir echt nicht mehr hier aufnehmen. Was hast du bitte schon erwartet? Naja, Christoph ist in letzter Zeit, wenn ich ihn sehe, tot. Naja, ich sehe dich in letzter Zeit richtig selten hier am TS. Ja. Nein, er ist nur immer dann da, wenn du nicht da bist. Das ist alles. Okay.
Na gut, müssen wir dann mal bald doch demnächst wieder auf dem anderen Test aufnehmen. Okay, ja, dann schluss ich immer wieder. Ja, ja. Ganz YouTube sagt auch Tschüss. Hab ich gerade beschlossen. Ey, wie schaff ich das dann, Armand? Da genau dann aufzunehmen, wenn Christoph kommt. Wenn du einfach auf diesem TS aufnimmst, ganz einfach. Wenn alle 5 Minuten deine Ein- und ausgeht, dann ist das relativ wahrscheinlich, dass genau das passiert. Ja, und... ich muss noch ein bisschen aufräumen gerade. Ich mach die Bricks, tue ich mal hier rein. Und wir haben schon wieder ganze 2 hier Lorium. Ja. Machine Chaser ist ein Basic Capacitor. Dorf 4. Dorf. Dorf. Okay, den haben wir. Dann brauchen wir noch Iron Bars. Komm, da haben wir jetzt mal hier das Eisen. Eisen haben wir ja jetzt echt genug. Das müssen wir eigentlich echt nochmal automatisieren. Was automatisieren? Hier die Orbabys, dass die automatisch zu Waren verkraftet werden. So, ja. Ja, wie gesagt, als wenn das im E-System läuft. Wohl. Muss ja noch nicht mal. Das einfach war ja was. Ich will ja noch nicht mal was im E-System machen. Gibt es noch die alte Möglichkeit mit den ME-Dingen, wie auch immer sie nochmal heißen, die man den Kram zum Beispiel in den Ofen stecken könnte und so? Ja, du meinst das Interface oder was? Genau, Interface. So. Die Interfaces sollte es eigentlich noch geben, soweit ich das weiß. Okay, das wäre schon immer ein etwas. Aber dass der Crafting Cube so in der Form nicht mehr existiert. Ja, da habe ich jetzt auch wirklich mal herausgefunden, wie das jetzt geht. Also. Herausgefunden kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Eher sagen, ich habe herausgefunden, dass es die noch existiert gibt, aber in veränderter Form. Okay, aber man kann ihn noch so benutzen wie früher. Also du hast 10.000 Crafting-Rezepte drin mit Unterrezepten. Du kannst auch halt irgendwas Großes craften. Der wählt sich automatisch auch die Unterrezepte aus, oder? Themenwechsel. Also er wird schon noch verändert. Ich muss mich da doch mal komplett reinlesen. Ich finde den eigentlich schon ziemlich cool, wie er damals war. Gut, er war ziemlich billig. Man hätte ihn erheblich teurer machen können. Das wäre nicht das Problem gewesen, aber... Jetzt kann man wieder sagen, was heißt billig. Okay, Experience Obelisk haben wir. Wir brauchen dann noch ein Vakuum-Hopper. Einfach ein Obsidian. Ein Eye of Ender? Seit wann ist denn das ein Eye of Ender? Dann geht's nochmal gerade ganz, ganz schnell. Warte, gibt es irgendwie die Möglichkeit, ob ich an Blazepoder zu kommen? Ja, Bienen, Happy Birthday. Ich wollte gerade sagen, kannst Bienen züchten, aber warte mal. Ich erlaube mir mal ganz, ganz schnell in die Wüste mich zu porten. Weil. Jawohl, die hier. Nee, das ist Kakteen. Es gibt ja nämlich wieder diese kleinen Pflanzen, diese Cinderpearls. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Formkraftpflanzen, kleine Blumen, wenn du die kaputt machst, gibt's Blaze Powder. Ja, kann ich nicht. Ja, dann lässt du sie jetzt kennen. Okay. Zumindest, wenn ich sie finden würde. Ich sehe nur Kakteen, tote Büsche, Sand, Durchfall. Gut. Treibsand. Also entweder bin ich oder blind oder blöd. Oder beides, was ich für eher wahrscheinlicher halte. Ja, davon gehe ich auch raus. Ah, da sind welche. Ich hätte nämlich gerade echt keinen Bock gehabt, in den Nether zu gehen, in die Netherfestung und mich mit Blazes anzulegen. Nicht so wirklich, vor allem endet das meistens eher etwas, ja, tödlich. Dezent. Da vorne die 4 nehme ich noch mit. Wollen wir eigentlich in der nächsten Folge das Battle machen, oder? Pfff, würde ich sagen.
Ich lasse mal vier davon denen über und die tue ich in die Faunkraft-Truhe. Okay, eine Enderperle, ein Hopper war das. Eine Truhe haben wir sogar noch und ein Obsidian. Luft und Truhe, Hopper, Obsidian, Enderperle, Enderauge. So, den haben wir jetzt auch. Den Rest vom Blitz fordert durch mal hier hin. Jetzt bin ich am Überlegen. Stimmt, jetzt weiß ich, was wir noch brauchen. Ein paar Autonomous Activator. Die Mistdinger gibt's auch noch. Ja, stimmt, halt nur was teurer. Nein, was billiger. Was? Die waren nur stimmt, bei, genau, so. Die waren nur bei Aquarian Skies. Das war ja. So, klar. Okay. Tingia, Pisten. Haben wir Pisten? Ey, ich muss sogar noch Pisten zu waffen. Wie arm sind wir? Okay, da. Dann doof. Redstone. Pneumatik Servos brauchen wir auch noch. Eben so rum. Gut, das Holz können wir schon mal weg. Dann brauchen wir, wie gesagt, bei Matrix sehr. Naja, Eisen. Haben wir jetzt genug? Ich wollte eigentlich von denen 6 Stück aufbauen. Zinn. Ah, da fehlt noch ein bisschen Zinn. Und auch ein bisschen Eisen. Ich will gar nicht wissen, warum ich jetzt Zombies höre. Einfach ignorieren. Ja, die höre ich auch schon die ganze Zeit. Ah, die kleben vermutlich wieder aus an der Wand. Ja, ja. Was anderes kann schon gar nicht mehr sein. Wird Zeit für eine Magnum-Tausch. Ja. Gut. Pisten, Tendier und... So, Autonomous Activator sind fertig. Dann noch ein bisschen. Wer hat mich geschlagen? Warst du das? Nein. Warte, du hast dich richtig geschlagen? Doch, das hat sich gerade so angeboten. Das kann sogar so wirklich, als wäre das ein standardmäßiges. Nein. Nein, das hat sich nur gerade so angeboten, dass ich einmal da war. Ja, hat sich auch lieb. Okay, also, grundlegender Aufbau. Das einmal hier so hoch machen. Okay, dann die autonomen Aktivatoren dahin. Ja, der stand schon fast richtig. Ach komm, ich drehe jetzt einfach gleich. Wo habe ich denn jeder? Ja. Da ist jeder Mensch. Okay, eigentlich muss ich nur den drehen. Okay. Der war ein bisschen vorgängig, glaube ich. Jawohl. Das noch richtig rumdrehen. So. Die kommen direkt noch alle auf Insert. So. Insert. Oh, fertig. Ja, wird jetzt auch jeden Moment. Was ist das denn lustig haben mit Silk Touch? Dann hole ich noch ein, zwei Grasblöcke. Ich bin so unten, habe ich dir da hingeworfen. Okay, ja gut, danke. So.
Dann setzen wir da rein und eine Fackel, dass es da nicht allzu sehr leuchtet. XP Outputs. Und den Experience Obelisk. Da habe ich mal meine XP Data drin gespeichert. Und dann sollten wir jetzt eigentlich nur noch hier Extract without a signal. Moment, das ist jetzt aber. Was konfiguriert sind die? Wieso wollen die jetzt hier nicht? Aber wo das Ding geht, oder? Also, danke. Jo. Also, funktionieren tut es an sich. Bloß ich frage mich, wieso die nicht rausgepumpt werden. Okay, active without sick. Ah, jetzt bekomme ich die Level, scheiße. Hier, Chris. Ich verstehe es gerade echt nicht, wieso das. Oder brauchen die ein Upgrade? Warte, ich mache den Vorschlag. Lass mal einen Fachmann darüber eine Sekunde. Der das. Überhaupt. Ja. Da, genau. Also. Du musst ziemlich genau dir das Werkzeug Lumber-X nehmen. Und dann. Okay, lass mir das lieber. Es gibt eine Katastrophe. Ich wollte schon gesagt haben. Was? Man kann ja mit Holz drehen? Gut zu wissen. Mit was denn? Mit der Jeter-Mensch. Wissen. Würde ist, wir bräuchten noch wirklich irgendwie so einen Zwischenspeicher. Gott, ich bin gerade am überlegen, wie wir das machen können. Ohne ME. So. Oder muss das vielleicht einfach nur ganz, ganz billig? Ja, ich bekomme jetzt gerade die Level, das ist klar. Na, machen wir das wieder weg. Das ist without a signal. Disabled. Nee, so billig ist es dann doch nicht. Also die Level gehen jetzt auf jeden Fall schon mal hier rein. Oh, warte, ich... Ach, ich glaube, ich hab die Idee. Ja, da war was. Das sollte dann jetzt eigentlich klappen. Also im Klartext, es wird nicht klappen. So, das haben wir. Dann noch 5 davon.
da ist gerade irgendwo eine Spinne gestorben. Ja, ich hab's gehört. Ich noch irgendwo Eimer, oder? Ich hab einen Eimer im Inventar. Brauchst du den? Ich hab den da hingeworfen. Was? Oh, danke. Also im Klartext, ja, ich brauch ihn. Komfortabel. So, dann sollte das jetzt, wenn ich es richtig anordne, auch alles funktionieren. Du und du. Okay. Bevor Signal. Allows the barrel to automatically output. Okay, I don't get it. Also du hast jetzt vor, einfach aus dem Barrel die XP-Ern irgendwie straight in diesen Obelisken da rein. Nein, in den Autonomes. Und die machen Rechtsklick und dann geht die XP da rein. Okay, aber die Bären, die futtert doch. Wie funktioniert das denn mit dem Autonomus? Die werden nicht gegessen. Die werden trotzdem rechtsklick gemacht. Wenn man hier in den Obelisk schaut, siehst du wieder wirklich die Level steigen. Oh, wenn die Level steigen, ja. Was ist denn das Problem? Weil ich die gerade reingetan habe, die Bären. So, ach so, okay. Der Hand. Round. Ey, ich verstehe das überhaupt nicht. Was gibt's denn? Item Conduit gibt's nur die, ja. Yeah! Ah, da was gepostet? Was, Mann? Also ich hab's auch gehört, aber ich sehe nichts. Ja, das war hier im Allchat. Was haben wir für Pipes? Mir wird gerade noch was einfallen, das wäre eine richtig billige Methode. Dann auch rein. Okay. Erneuten Pisten. Brauchen wir mehr Holz dafür? Nein. Dann drei Eisen. Das dahin. Redstone. Pisten. Und eine Enderperle. Wenn das jetzt ja auch nicht klappt, dann weiß ich echt nicht weiter. Ich wollte schon gesagt haben. Komm, ich muss. Gehen wir ganz schnell den Netherrack weg. Dahin. Das klappt. Dann mache ich mal hier gerade Trick 17. Und dann jetzt hier. Ja.
Überall würde ich reingehen. Dann liegt das aber, glaube ich. Boah. Disabled. Gott, ich hab das schon. Disabled. Das, hä? Ich versteh's echt nicht. Ja, ich hab das jetzt schon. Mann. Ey, was soll ich jetzt noch machen? Kann ich natürlich auch irgendwie einfach nur das dann wieder reaktivieren. Nö, geht natürlich nicht. Ey, ich hänge hier gerade, ich sterbe fest, weißt du das? Ja, ich kann dir auch nicht großartig helfen, von Enderio habe ich echt keine Ahnung. Extract, das ist soweit. Ich verstehe es echt nicht. Also die Orbe wird ja jetzt schon mal da reingesaugt. In die Truhe. Das geht schon mal, aber der will das echt nicht weiterleiten. Natürlich Mist. Gut, ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach mal hier die Aufnahme. Ich schaue mal offscreen, wieso das funktioniert. Und dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö. Ja.